Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Und heute sind wir nicht zurück bei unserer Akazienfarm, die da hinten steht. Denn ich habe zwar einen Plan für das Gebäude, aber wir brauchen noch ein paar Ressourcen. Unter anderem von dieser Farm da hinten. Und wenn ich schon dabei bin, möchte ich doch gleich die Farm so neu bauen, wie sie sein soll. Dafür habe ich mir aber gedacht, so für die ganz vielen kleinen Farmen, die wir hier rum haben werden, mache ich ein Gebäude, wo die ganzen kleineren Farmen rein können. Ähnlich wie wir das bei unserer Landwirtschaftsfirma haben. Ja, ich glaube, das Gebäude wird etwas größer und unser Kolosseum ist derzeit so eher am Rande von dem ganzen Teil. Drum denke ich, platzieren wir das mal auf dieser Seite, sodass das Kolosseum mehr in die Mitte rückt. Ach ja, und übrigens, es ist passiert, es hat begonnen zu regnen dies ist kein Serverprojekt mehr, sondern ist nun Singleplayer. Wir hatten da ein bisschen zu wenig Beteiligung, dass es nicht wirklich Sinn gemacht hat, das als Server weiterzuführen. Aber ich mache in dieser Welt weiter und ich denke, für den nächsten Schritt gehen wir mal in eine kreative Welt, um zu sehen, wie dann der Grundriss aussehen soll. Das hier ist der Grundriss. Es sieht noch ziemlich fade aus, denn die einzigen Blöcke, die ich verwendet habe, sind Sandstein Wall und Smooth Sandstone. Aber das ist dann quasi so der nächste Schritt, den ich herausfinden muss. Wie kommt das Ganze zusammen? Und ihr erkennt es vielleicht nicht, aber das ist der Grundriss einer Therme. Oder genauer gesagt, der Grundriss der Therme des Diokletian. Diokletian war ein römischer Kaiser. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier sehr viele Räume. Einige sind etwas klein, andere sind etwas größer. Und dann hier außenrum haben wir einen recht großen Bereich. Das heißt, wir sollten hier drin dann genügend Platz finden, um diverse kleinere Farmen hier reinpacken zu können. Nun, der nächste Schritt für mich ist jedoch rauszufinden, welche Blöcke ich hier verwenden will. Und damit wir den ersten Schritt machen können, brauchen wir eigentlich einfach mal eine Entscheidung für den Boden, wie der aussehen soll und wie wir die Wände machen, welche Möglichkeiten wir da haben. Und ich denke, wir sollten eine Blockpalette wählen, die es uns erlaubt, auch Treppen und Halbblöcke zu haben, damit wir etwas mehr Kontur reinbringen können. Aber mal sehen, was sich da machen lässt. Ich habe hier ein paar Blockpaletten präpariert und wir werden durchgehen und sehen, welche sich eignet und wofür. Die erste hier ist Quarz, sehr hell, aber was uns da fehlt, sind Wallblöcke. Das heißt, das können wir nicht verwenden als unser Hauptstrukturblock.
quasi das Gegenteil zum weißen Quarz ist der Deep Slate Blackstone. Denke ich, ist einfach etwas zu dunkel, wobei hier hätten wir eine große Palette an verschiedenen Grau- und Schwarztönen, die wir verwenden könnten. Aber ich denke, für eine Therme nicht ganz passend. Dann hier haben wir die Blockpalette aus dem Ocean Monument. Und ich denke, hier, das eignet sich wahrscheinlich für die Wasserbecken, aber nicht für die Struktur selber. Dann hier haben wir den klassischen Sandstein, wo wir den Smooth Sandstein haben. Leider gibt es den Wall nur in dieser Variante. Dafür haben wir auch einen Chiseled Block und wir können das Ganze mit entrinderter Birke ergänzen. Das passt ziemlich gut dazu. Davon gibt es eigentlich dann auch noch die orange Variante, die wir mit Acacia kombinieren können. Hier die Schwierigkeit, roter Sandstein ist nicht allzu weit verbreitet. Daher denke ich, wird das nicht der Hauptblock sein. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist eine Kombination von Sandstein und rotem Sandstein, so quasi als Highlight. Dann haben wir Diorite und Granit. Die haben eine recht schmale Palette, vielleicht auch, weil sie schon so lange im Spiel drin sind. Aber ich denke, was wir hier damit anfangen können, ist so ein Muster für unseren Boden. Und wenn wir unsere Therme anschauen, dann haben wir hier einen großen Bereich außenrum und der ist eigentlich Freiluft. Der innere Teil, der ist überdacht und das, was wir da draußen haben, das ist auch überdacht. Und überall, wo wir hier Vertiefungen haben, das ist dann effektiv ein Wasserbecken. Ich denke, ich fange einfach mal mit dem Boden und den Becken an und dann müssen wir uns überlegen, was machen wir mit den Wänden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Wände innenrum leicht anders sind als die Wände außenrum. Ich habe in Creative noch ein bisschen weitergefeilt, so dass wir nun etwas haben, was wir hier zumindest für den Grundriss mal platzieren können. Das Gebäude für unser Lager, das ist ja im Verhältnis 1:1, aber unsere Therme, die ist eigentlich flächenmäßig gleich groß oder ähnlich wie das, was wir da fürs Lager brauchen. Aber in Realität wäre sie 3,5 mal so groß. Ihr könnt euch vorstellen, wenn wir die hier platzieren, selbst mit dieser Fläche da, das ganze Loch hier verschwindet, da haben wir etwas Hügel im Weg und ich glaube, da hinten wird es wahrscheinlich auch etwas ins Wasser rausreichen. Das heißt, ich mache hier mal den Boden bereit und werde ein paar Blöcke platzieren und wir werden hier das Loch abdecken und wahrscheinlich innerhalb von der Therme einen Zugang nach unten finden.
Und da haben wir es. Der Grundriss ist gelegt. Was uns noch fehlt, sind die verschiedenen Wasserbecken, denn dafür haben wir noch kein Ocean Monument erobert. Also ihr könnt euch denken, was wir nächstes Mal machen. Aber damit sehen wir, wo haben wir überhaupt Platz, um irgendwas hinzustellen. Und außenrum auf der großen Grünfläche, da lässt sich sicher auch das eine oder andere platzieren. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seht mich das nächste Mal wieder, wo wir die restlichen Blöcke uns organisieren. Also, bis dann und tschüss!